dritte, vierte Gang reicht eigentlich. Grüß dich, Mongo Man, servus. Servus, grüß dich und hallo, schön, dass du da bist. Bin wieder ein bisschen im Racing-Fieber, so ein paar Stunden. Und im Offroad-Fieber hier. Und im Nicht-Sehen-Fieber. Moin, du Mongo. Satronk, also. Ist wie bei Too Gay vernehmend, ob man mal sagt, moin, du Gay. Kann man denn so wie bei Forza so Setups von anderen Usern kaufen und runterladen? Hat bestimmt einer für den ein Rallye-Setup gebaut. Kann ich mir gut vorstellen. Selber Mongo. Habe ich immer gerne gemacht bei Forza. Bei Forza 3 damals. Setups von anderen Usern gekauft, indem sie die Strecke gut gefahren sind mit dem Auto und dann selbst es probiert. War für mich am einfachsten, anstatt selbst zu tunen. Jo, lass mal sechsten Platz, oder? Hier. Lass mal das Querfeld okay. Ein. Du sammelst Punkte. Konzentriere dich. Dann wirst du das nächste Rennen gewinnen. Cool Cat Reggie, der ist Erster. Ui. Müssen wir die nächsten zwei Rennen gewinnen. Mal schauen. Wie viele hier noch Querfeld 1 sind. Alles Kappa hier. 2204 Kilometer sind wir schon gefahren. Wow. Das ist eigentlich nicht wenig, oder? Was sagt ihr? Na, komm schon. Da. Wenn möglich, bitte wenden. Achso, ich habe ja eingestellt hier auf 330. Passt. Servus, Herr Mongo, Horst ist bitte. Gut, sorry. In 200 Metern nach rechts. Das Mongo, abbiegen. Do. Rechts abbiegen. Ja, mach ich. Voll die Kurve geschnitten, ey. Chat irgendwie ausgestorben hier, nachdem Mongo gespawnt ist und Satronki nett begrüßt hat. In 400 Metern nach links abbiegen. Leco mio. Nach links abbiegen. Der andere da. Na, achso, ja, ich muss eh Querfeld einfahren, oder? Üben wir das mal hier. Also nicht im ersten Gang, üben wir mal das Querfeld einfahren hier. Ja, da, ja genau, was ein Zufall, da ist dann noch einer. Das ist so geil. Auf der ganzen Welt sind nur zwei Autos und dann krachen die einfach zusammen hier. Was ein Schmarrn. Ich bin nur nett. Ja, schön, dass du dich so selbst anlügen kannst und betrügen, aber bei mir schaffst du das nicht hier. So, schauen wir mal. Wir müssen jetzt die nächste Rennen gewinnen. Ich hoffe, es ist nicht zu krass off-track hier. Offroad. Ich habe mal nachgeschaut. Also, das Lenker selbst, wenn du das da kaufst, kostet ungefähr 360. Und dann hast du erstmal komische Pedalen, sage ich mal. Nicht so tolle. Hast doch keine Haarschaltung. Dann müsstest du dir für 160 Euro so eine Haarschaltung noch dazu kaufen und noch andere Pedalen. Und noch einen Aufsatz. Das ist schon böse.
Und ein neues Lenkrad mache ich, damit es gescheit läuft. Das war jetzt so fast 800 Euro, um gescheit fahren zu können dann. Aber ich habe das dann mit der Haarschaltung aufgegeben, weil es zu teuer. So, Tronk verschiedene mal Bahnhof. Aber vielleicht verschiedene U-Bahn. Hier durch die Bumper brettern. Das ist ja ein Mordsgaudi. Bumper. Da kommt bestimmt ein Haus jetzt, oder? Vorsicht, Haus im Weg. Irgendwas schön Vollgas geben in der Luft. Man weiß ja nicht, wenn man das mal braucht. Scheiße, Alter. Wo geht's denn lang? Baum. Baum im Weg. Haus im Weg. Gags im Stress. Also falls die Kamera wackelt, das ist halt bei solchen Rennen nicht unvermeidbar. Denk mal drüber nach, Gags. Zwei Leute in der ganzen Welt und du hast einen Unfall. Das ist doch Skill, wa? Zertrunken. Noch nicht gelernt. Das hast du gesagt, Mann. Wenn man erst einem anbietet. Hä, hey, was? Sonst heißt es Moin, Simongo. Oh mein fucking Gott, ich habe gerade den Triple Orgasmus mit Schraube und Salto. Wie bitte? Läuft mit Querfeld einrennen. Ja, das Rennen jetzt schon, ja. Die Karre geht besser wie der BMW. Sicher, Querfeld ein ist ja wie gemacht, wie dafür gemacht, die Karre hin. Trotzdem bei ihm schwitzen und dann gegenlenken. War jetzt nicht so krass. Blöd ist halt, wenn du durchs Feld fährst und dann musst du da springen, springen, springen. Aber das war jetzt okay eigentlich. Das war jetzt very nice. Natürlich like ich das Design, mit dem ich fahre. Mit dem habe ich auch gewonnen. Ohne dieses Design hätte ich gar nicht gewonnen hier. Ich habe gerade nochmal den Sound von meinem Traumauto gehört. V12 hören sich so scheiße geil an. Monge, wenn du hier einen Orgasmus streamst, dann ich. Ja, stimmt, das darf nur Satronk auf den, sagen wir es mal krass, auf den Stream spritzen. Einfach losnudeln. Genau. Satronk ist unser Streamfepper. Sempre, 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 sempre. In 400 Metern links halten. Da hat Mikrofon anvergessen und gesungen, der Gags, wie in der Dusche hier. Yay, Mini! Da bist du ja! Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich hoffe, du freust dich auch, da zu sein. Ja, da würde das deutlich geiler sein, wenn du mal aufhören würdest zu reden, Gags. Tüte über den Kopf, oder? Und dann passt es schon hier. Aber ich dachte, du geilst dich doch auch an der Stimme dann auf, ja. Das Ungeziefer. Das ist ja böse. In 400 Metern nach links abbiegen. Ja, hab ich keine Lust. Da fahre ich geradeaus jetzt hier. Da fahre ich geradeaus hier. Nach links abbiegen. Na gut, hast mich überredet, Baby. Natürlich, Gags. Juhu, das freut mich.
Wenn es die freit, freit es mir auch. Aber was heißt da in 400 Meter? Wir biegen jetzt ab. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Schon lange, schon lange. 400 Meter, wir biegen da so komisch ab hier. Ratten, Mäuse, Gagerlaken. Ach so, das meinst du Minimaus, okay. Ich verstehe hier. Einfach querfeldein hier. Castelletto, 90er Rallys. Kann mich aber nicht erinnern, dass die 90er Rallys komplett durchs Feld gefahren sind. Alles klar, Kumpel. Alles klar, Baby. Sehr guten Position. Noch ein Rennen gewinnen, dann gehört die Meisterschaft dir. Let's do it now. Race or die. Ach, schön, dass du da bist, Mini. Da wachen die Leute im Chat wieder auf und begrüßen dich und sich gegenseitig und das finde ich toll. Bringst wieder ein bisschen Schwung hier rein. Mini macht's möglich. Ich weiß ja, dass Mini immer naja schreibt, deswegen frage ich sie ja nicht mehr. Deswegen sage ich einfach schön, dass sie da ist. Ja, so charmant. Ja, echt. So muss das sein hier. Schleuder, 1000 Punkte. Was man alles Punkte kriegt hier. Lass mich durch. Vorbei. Also nicht durch dich durch, sondern einfach vorbeilassen hier. Muss noch mal schauen, dass ich. Weiß gar nicht, ob ich über mir eine Kamera installieren kann. Noch, damit das Lenkrad noch direkt eingefangen wird. Aber erstmal reicht es so. Siempre, 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 siempre. Bringe mal Schwung rein. Aha. War klar, Gexe, dass du nicht mehr fragst. Jo, ist doch nicht schlimm. Ich mag ja auch nicht immer unbedingt hier. Dass du mich fragst, wie es mir geht hier. Geht ja nie wirklich so perfekt, aber passt. Also bei Pfund hätte ich ja gesagt, bei Dollar, nee, lass mal. Das ist mir zu viel. Schau mal, ob er jetzt den Wing versteht hier. Bestimmt dir was, bestimmt Mini ganz, ganz viele Schuhe kaufen. Am ersten Mal den V12 Zagato kaufen. Sicher mal mit deine Bankdaten. Yeah, lässt sich richtig schön cruisen hier mit dem. Ja, aber dann kannst du dir doch deinen Ford Mustang nicht mehr kaufen hier. Zertrauen. Großartig, Kumpel, einfach großartig. Du hast schon. Ich nehm's gerne als Paysafe Card. Oh Gott. Was sind denn die höchsten? 500 Euro, gell? Oh, das geht ja noch. 460 Paysafe Cards. Musst du halt aufteilen hier. Du hast gerade eine weitere Meisterschaft gewonnen. Ich habe gehört, dass du ein paar Top-Fahrern des Festivals aufgefallen bist. Das sind die gleichen Fahrer, die ein Auge auf einen Platz im Horizon-Finale geworfen haben. Also, sieh es als Kompliment. Oder auch in Bar. In kleinen Scheinen. Hier, ja. Nicht, in kleinen, nicht markierten Scheinen, oder so sagt man das doch hier. So, jetzt haben wir den nächsten Userwunsch erfüllt. Das war für Timsys Tim um 18.12 und 30 Sekunden. Dann heute in Subaru. Haben wir gemacht. Das war die dann letzte Meisterschaft dieser Autotour. Wenn du hier fertig bist, fahr zurück zum Festival, damit wir mit der Preisverleihung beginnen können. Ist denn.